Willst du deine Visionen von einer besseren Welt leben? Dann ist dieses Interview mit einem bewusst lebenden, mutigen Freigeist und Menschen namens Martin Pleissner genau das Richtige für dich. Also nehme dir diese 60 Minuten Zeit, denn er erzählt von seinen zukunftsorientierten, sinnerfüllten Unternehmungen, mit denen er vielen Menschen ein Gemeinschaftsgefühl zurückgibt und dadurch seinen Beitrag leistet für ein angenehmeres Miteinander. Findest du dieses Interview interessant und inspirierend, dann lasse uns doch gerne wissen und schreibe es in die Kommentare. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch hier auf meinem Kanal. Heute mit einem wunderbaren Herzensmenschen, der nicht nur seine Visionen lebt, sondern auch tatkräftig unterwegs ist und Menschen dabei unterstützt, ihren Weg zu gehen, einen bewussteren Weg zu gehen und das nicht auf eigene Faust, sondern in einer Gemeinschaft. Herzlich willkommen, lieber Martin. Dankeschön, danke für die Einladung, Martin. Ja, schön, dich zu sehen. Dankeschön. Wir haben uns ja kennengelernt vor ein bisschen mehr als 2 Jahren auf einem Coaching-Seminar. Darum ging es, in unsere Kraft zu kommen, unseren Weg zu gehen. Und mich hast du gleich auf Anhieb fasziniert, weil du schon diese Klarheit in deinen Augen hattest, dieses Wunderbare, diese Kreativität ausgestrahlt hast und hast ja auch deine ersten Schritte gemacht in der Selbstständigkeit, auf deinen unternehmerischen Weg. Und seitdem hat sich ja einiges getan in den letzten 2 Jahren. Vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen, was auch, ich habe ja angesprochen, du lebst deine Visionen, du hast deine Ideen, die tief in dir drin sind, erkannt und bist auch dabei, diese zu verwirklichen. Was hat sich denn, wie würdest du dich denn beschreiben und wie würdest du auch diese Vision beschreiben, die du lebst? Ja, ich sag mal so, also in der Zeit, wo wir uns kennengelernt hatten, war das 2019 oder 18? Ich glaube, 19 war das, oder? Dezember 2019, ja. 19 war das, ja. Seitdem hat sich natürlich einiges geändert und somit auch meine Vision. Ja. Ich bin damals noch viel mehr im unternehmerischen Bereich tätig gewesen als heute. Also im Sinne von Zielkunde, ja, mit wem ich so arbeiten möchte. Damals war meine Vorgabe und mein großer Wunsch, ich möchte mal 10.000 sinnorientierte, sinnerfüllte Unternehmer aufgebaut haben. Was ich immer noch als eine sehr sinnvolle Sache finde, nur hat sich bei mir innerlich sehr viel getan in den letzten 2, 3 Jahren. Ich bin selber einen innerlichen Prozess durchlaufen, der mit einer doch erheblichen Bewusstseinssteigerung einherging, auch im Sinne von Zugang zu meiner Spiritualität. Und das hat dann mehr dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, es ist zwar gut, dass wir sinnerfüllte Unternehmer haben, das ist schon mal viel, viel besser als nicht sinnerfüllte Unternehmer zu haben, ganz klar. Nur habe ich erkannt, dass bevor ein sinnerfüllter Unternehmer überhaupt wirken kann und Kunden für seine Produkte findet, sich auch im Kollektiv was ändern darf oder muss. Ja. Was ist es, was nützt es dir, wenn du im Einklang mit der Gemeinschaft und mit der Umwelt und mit dir selbst dein Unternehmen aufbaust, aber alle da draußen nur auf den Preis gucken, zum Beispiel. Ja. Oder nur schnell, schnell irgendeine Billigware haben wollen und sich überhaupt nicht für die Qualität, Nachhaltigkeit, ökologische Verträglichkeit und so weiter interessieren. Ja. Da braucht es auch nicht wirklich die sinnerfüllten Unternehmer. Und da kam ich zu der Erkenntnis, dass dem Thema Bewusstsein und kollektive Bewusstseinssteigerung eigentlich der absolute Schlüssel zufällt. Und deswegen bin ich seit Frühjahr 20, also so ziemlich genau 2 Jahre jetzt, auf der Mission, das kollektive Bewusstsein anzuschieben und zu erhöhen und zu fördern. Und deswegen ist auch meine heutige Vision eine andere als noch damals. Und zwar sage ich heute, ich möchte eine überregionale 5D-Gemeinschaft ins Leben rufen.
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist 5D? Hat was mit fünfter Dimension zu tun, im Gegensatz zur dritten Dimension, in der das heutige Kollektiv noch lebt oder vorrangig lebt. Und auf Basis dessen, auf Basis dieser Vision, habe ich dann das 5D-Movement ins Leben gerufen, was heute mein Wirken darstellt. Okay, Dankeschön für die Ausführung. Was Gerne. hat dich denn, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast ja deine Bewusstseinssteigerung, deinen Einstieg in diese Selbstentfaltung, ging ja vielleicht auch noch ein paar Monate, Jahre zurück, bevor wir uns kennengelernt haben. Was war denn so das Ausschlaggebende, was dich dazu ja, gebracht hat? Weil du hast ja auch einen 3D-Job gelebt, du warst in diesem Hamsterrad, warst Angestellter. Was hat dich dazu gebracht, motiviert, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich will da raus, ich muss das anders machen? Naja, das war bei mir so, der Prozess ging los 2012 ungefähr. Ich hatte eigentlich einen ganz, ganz attraktiven Job. Also ich bin Luft- und Raumfahrtingenieur und war im Luftfahrtumfeld tätig. Damals noch in der Flugzeugvorentwicklung, also beziehungsweise dann 2012 war es eher schon in der Forschung. Ich habe dann in München für einen Think Tank gearbeitet, Bauhaus Luftfahrt hieß es damals. Und die haben sich um Flugzeugprojekte gekümmert, die so 30, 40 Jahre in der Zukunft liegen. Ja? Und eigentlich war es ja ganz, ganz nett. Ich bin dann auch noch mal kurz in die Industrie gewechselt, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich mich bei weitem nicht so entfalten kann in einem Job, wo ich eigentlich permanent für die Ziele von anderen Menschen arbeite. Und dieser Schmerz, der wurde immer größer und meine Projekte, auch in der Industrie, wurden immer schlechter. Also im Sinne von, ich habe regelrecht einen Arschtritt erhalten von meinem Jobumfeld, dass ich mir bitte einen eigenen Weg aufbauen soll. Ja, also das ging bis zu einem Punkt, wo ich mich regelrecht prügeln musste, um auf Arbeit zu gehen, wo ich dachte, ich habe überhaupt keine Lust. Es ist völlig sinnfrei, was ich da mache. Das war zum Schluss für eine, musst du überlegen, ich bin dann also weg von die Industrie, die hat mich dann irgendwie zu einem, nicht mehr in der Luftfahrt gehalten, sondern bei einem, na, Railroad, also wie sagst du auf Deutsch, das war ein Bremsenhersteller für Schienenfahrzeuge, ja. So, ich erstens Schienenfahrzeug, zweitens Bremse, das ist erstmal, beides richtig, Und das noch in Kombination mit so einem Projektmanagement für so Never-Ending Projects, also für so Sachen, die eigentlich schon seit 10 Jahren bestehen, die eigentlich gar keiner mehr richtig auf dem Schirm hat, die Projekte, und die soll ich dann managen. Also ich habe so richtig in den Arschtritt bekommen, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Und das hat dann nicht lange gedauert, ziemlich genau 2 Monate, dass ich dann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, das war es jetzt für mich, ich bin weg. Also es war einerseits schmerzmotiviert, wo ich sagte, geht gar nicht mehr, ich muss ganz dringend raus. Parallel dazu, das war ungefähr ein Jahr davor, ging aber in meinem damaligen Job ein internes Inhouse-Design-Projekt los, wo der Arbeitgeber gesagt hat, liebe Leute, wir haben hier eine Idee, bitte stellt euch doch mal vor, ihr könntet ein Inhouse-Design-Projekt auf die Beine stellen, ihr könnt euch ein eigenes Team zusammenstellen, eine Idee, an der ihr arbeiten wollt. Und könnt das dann auch umsetzen. Lustigerweise in eurer Freizeit, also nicht bitte in eurer Arbeitszeit, macht das bitte in eurer Freizeit, wie die Arbeitgeber halt so sind. Aber ich habe da angefangen, ich habe da die große Idee gehabt, ich möchte jetzt Elektroscooter bauen. Die Dinge, die heute in jeder Großstadt rumfahren, die wollte ich aber dreirädrig mit einem schicken Design, wollte ich großen Firmengeländen bringen. Ne? Also so Airbus und Co., diese riesigen Firmenareale. Den wollte ich mal statt diesen klapprigen Damenfahrrädern, mit denen die mal rumfahren, wollte ich mal so schicke Roller hinstellen. Ne? Das war so meine Idee und das ging richtig gut. Habe dann ein Team zusammengestellt, 5, 6 Leute, und wir haben das unternehmensweit fast gewonnen. Wir waren Platz 2, glaube ich. Jedenfalls habe ich da gemerkt, wie es meine Arbeitsleistung und meine Motivation enorm boostet und nach vorne bringt, wenn ich selbst Gestaltungsspielraum habe und an einer Sache arbeiten darf, die ich mir selbst suche und selbst dafür tätig bin. Ja, also das war ein richtiger Energiekick. Und aufgrund dessen
habe ich dann auch angefangen, das war glaube ich auch 2012, mich für eine Startup-Bootcamp anzumelden. Das hieß damals Founders Institute in München. Kam eigentlich aus den Staaten, war so ein 2-, 3-monatiges Camp, wo wir die Startup-Grundregeln mal durchgegangen sind. Und da habe ich echt gemerkt, das ist exakt meine Welt. Die Leute waren anders als im Job, die Inputs waren völlig neue. Es ging wirklich mal ums Leben und nicht nur immer ums Hamsterrad. Und das war dann die Hinzu-Motivation. Ne? Also auf der einen Seite der Schmerz im Job mit Bremsen herstellen, auf der anderen Seite die Attraktion oder die Anziehung hin zu einem Thema, was mich komplett motiviert und was mich total energetisiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann Anfang 14 gesagt habe, okay, ich bin raus. 2014 bist du komplett ausgestiegen aus dem Hamsterrad des Angestellten-Daseins und hast dann ein eigenes Unternehmen oder du bist dann selbstständig geworden. Was genau hast du gemacht? Nee, es hätte noch ein Stück gedauert. Also ich war noch nicht ganz so klar. Ich habe dann recht schnell festgestellt, also meine Hauptmotivation war erstmal raus. Weil ich gemerkt habe, bevor ich überhaupt wieder klar denken kann und Energie habe zum Umsetzen, muss ich erstmal wieder in meiner Mitte sein. Deswegen habe ich gesagt, bevor ich jetzt weiter meine Energie in diesem Job verbrenne, gehe ich komplett raus. Und ich habe damals die Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen, ne? Deswegen gibt es die ja. Ich war zwar erstmal 3 Monate gesperrt, weil ich selber gekündigt habe, aber dann habe ich gesagt, kriege ich zumindest mal nach einigen Monaten 60% meines Gehaltes oder irgend sowas. Ne? Also ich verhungere schon mal nicht und habe auch ein Dach über dem Kopf. Und das waren so die ersten Monate, wo sich mein Geist wieder, wo mein Geist wieder klarer wurde, wo ich auch die Richtung wieder klarer sehen konnte und wo ich sehr kreativ und innovativ war. Und in der Zeit habe ich aber auch festgestellt, das, was ich eigentlich machen wollte, also dieses Projekt mit diesen Elektroscootern weiter betreiben, das ist für den Moment, dadurch, dass ich kompletter Beginner bin, eigentlich zu groß und zu riskant, weil es auch ein B2B-Business gewesen wäre, ja. Und dann auch noch mit materiellen Gütern, ne? Also mit Wareneinkauf und Produktion, Konstruktion, das ganze Zeug, ja. Also ein Riesending, wo du auch also viele Millionen eigentlich überhaupt, was man braucht, um das Ding überhaupt erstmal zu starten. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist für den Anfang jetzt vielleicht auch nicht so klug und habe dann einen Schwenk gemacht und habe dann erstmal Vertrieb gelernt. Genau. Dann erstmal Marketing und Vertrieb mich damit beschäftigt. Was ja auch unerlässlich ist als Selbstständiger, als Unternehmer, dass man selbst Total. sein Produkt, seine Dienstleistung auf den Markt bringt. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine Frage zu der Situation, in der Lage, du hast das angesprochen, du hattest diesen Schmerz gespürt, der dich dazu veranlasst hat, diese Reißleine zu ziehen und aus deinem Job auszutreten. Wie war denn deine emotionale und auch deine körperliche Verfassung zu dem Zeitpunkt? Als ich ausgetreten bin, Ja, oder vorher. die war also körperlich jetzt nicht schlimm, aber emotional, energetisch war sie sehr schlecht. Also ich habe mich irgendwo befunden zwischen Burnout und Boreout, ja, sagt man so schön. Also zwischen komplett ausgebrannt und vollständig gelangweilt. Also Motivations- und antriebslos und eigentlich überhaupt nicht handlungsfähig. Ja. Ja, so habe ich mich gefühlt. Ja, da haben wir ja gewisse Ähnlichkeiten. Ich bin ja auch aus dem Job ausgestiegen worden, weil ich mir keine Motivation hatte. Mir hat die Kraft gefehlt. Mir hat der Sinn auch dahinter gefehlt, was ich gemacht habe. Ich kam aus dem Controlling-Bereich und habe auch geplant und Analysen für Menschen gemacht, die ich gar nicht geschätzt habe, die ich unmenschlich fand. Und irgendwann mal hat es dann aufgehört, bei mir zu funktionieren. Der Körper hat da alles als allererstes sich gemeldet. Und da kann ich absolut nachvollziehen, was du da durchgemacht hast. Was für mich ganz wichtig war, war die persönliche oder auch die familiäre Unterstützung. Wie ging es dir denn? Hast du die gehabt? Hast du sagen können, wusstest du, dass du da diesen Rückhalt hast in dem Moment? Nee, das war bei mir anders. Also
Meine Eltern, die haben eher im Gegenteil, ich kann mich noch an das Telefonat erinnern, als ich denen gesagt habe, Leute, ich habe gekündigt. Sie haben beide die Hände über den Kopf zusammengehauen und haben gesagt, bist du denn verrückt? Deine Karriere, dein guter Job, bist du denn des Wahnsinns? Also die waren völlig schockiert und auch überhaupt nicht irgendwie damit einverstanden, dass ich sowas mache. So nach dem Motto, ja, also du musst aber gucken, wo du bleibst. Und versuch's gerne, aber glauben tun wir nicht an dich. So ungefähr. Nee, das war nicht wirklich eine Unterstützung. Mittlerweile bist du ja auch Vater. War dein Sohn damals schon auf der Welt? Und Nee, wenn der kam ja, erst nee. knapp 2 Jahre später dann. Also das wäre nochmal so ein Dämpfer, den ich auch erlebt habe, zu sagen, wenn ich jetzt aus dem Job aussteige, was passiert dann mit meinen Finanzen? Wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Weil ich ja keine Ahnung habe, wie sich mein Produkt entwickelt, wie schnell ich ja, Kunden gewinne als Selbstständiger. Also diese Komponente war für dich noch nicht relevant zu dem Zeitpunkt. Nee, noch nicht, nein. Ich war erstmal nur für mich selbst verantwortlich. Okay. Aber wie war das mit deiner Partnerin oder damals warst du schon verheiratet zu dem Zeitpunkt? Noch nicht, Nee, nein. noch nicht, okay. Die hat aber ja ihr eigenes Einkommen. Von daher war es damit erstmal unabhängig von ihr. Aber ich sag's mal so, diese ganzen Ansprüche, wie viel Geld man braucht und so, das existiert eigentlich alles nur im Kopf. Auch bezüglich Kinder, ja. Ich meine, was brauchen denn Kinder wirklich? Die brauchen nicht das neueste Spielzeug, die brauchen auch nicht die tollsten Klamotten, brauchen die nicht. Die brauchen Fürsorge, die brauchen Stabilität und Sicherheit und sie brauchen ein bisschen Essen. Ja? Wir brauchen auch keinen Erlebtepreis, sie brauchen ein bisschen, idealerweise am Anfang Muttermilch, fertig. Das heißt, wenn du in so einer Situation bist, und ich sage jetzt mal ganz back to the roots mit dem Zelt dir in Griechenland irgendeinen Acker suchst, komplett raus, ja. Deinem Kind gefällt es dort mit Sicherheit besser als irgendwo in der Stadt. Ja? Also davon kannst du ausgehen. Und die Frage ist halt immer nur, welche Ansprüche haben wir in dieser Matrix, in diesem System quasi uns festzuklammern und sagen, hier, ich muss hier trotzdem mit der Gesellschaft irgendwie mithalten können, auch wenn ich gerade kein Einkommen habe. Ja? Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Ich merke es ja auch, ich hab selber eine Tochter und mir ging es darum, dass meine Tochter ein maximales Leben hat, ein gutes Leben führt und auch ein angenehmes führt. Und in dem Zeitpunkt, wie ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich die Reißleine ziehe oder aus diesem System abspringe, hatte ich die Unterstützung nicht von meiner damaligen Frau, meiner Lebensgefährtin, meiner Ehegattin. Und ja, wenn du merkst, dass dann das Kind auch darunter leidet, dass es zwischen den Eltern nicht mehr funktioniert, dann ist es vielleicht die bessere Entscheidung, ja, sich zu trennen und langfristig zu denken. Und das tun wir ja auch, wir haben ja eine langfristige Vision. Wir wollen was erreichen in dieser Welt. Und daher sehe ich das dann auch so als Investition, vielleicht, dass ich kurzfristig mal nicht meine Tochter sehe und dafür aber sie langfristig unterstütze und helfe, ihr vorzuleben, wie man dann auch anderweitig erfolgreich sein kann und bewusst und gesund ja, gedeiht in dieser Welt. Du hast ja gerade angesprochen, du hast gewisse Ansprüche. Du hast ja auch vor kurzem einen Verein gegründet für dein 5D-Movement. Willst du mal kurz darüber erzählen, was diesen Verein einzigartig macht und wie du auf die Idee gekommen bist, von diesem Movement auf den Verein umzusteigen? Ich meine, da hat sich ja nicht großartig was geändert, es hat sich nur der Status geändert, aber was war so die Motivation dahinter, diesen Verein zu gründen? Ja, nach vorne hin hat sich nicht viel geändert, ne? Aber vom ganzen Konstrukt her ist es schon was völlig anderes und was viel, viel geeigneteres für unsere Zwecke. Also vielleicht mal so angefangen, das 5D-Movement ist eine Gemeinschaft, ist eine Community von bewussten Menschen, die alle über einen gewissen spirituellen Zugang verfügen und die sich als aktive Schöpfer für die neue Zeit, für die neue Welt verstehen. Und es war bis Ende letzten Jahres so, dass jeder, der bei uns Teil war, Mitglied war, der war Kunde einer Firma, und zwar meines Einzelunternehmens. Ja.
Und das war vom ganzen Setup und vom ganzen Gefühl nicht so besonders klug. Ja, also wenn man eine Gemeinschaft baut, dann ist es ungut, wenn das alles Kunden sind, die auch noch über das Kommerzrecht miteinander interagieren. Ja, und das normale Unternehmen hat immer Kommerzrecht, GmbH-Recht. Also sprich, du bist eigentlich in diesem riesen Labyrinth, beziehungsweise in diesem Irrgarten, kann man ja sagen, von Steuern, Gesetzen, Risiken der Abmahnung, sonstigen Abgaben, Auflagen und so weiter. Ja, also es wird ja als Unternehmer, das unternehmerische Dasein macht ja insbesondere in Ländern wie Deutschland nicht immer Spaß. Ja, also das ist ja eher hinderlich, was da der Staat da ins Leben ruft, damit du mal schön in der Jobmühle bleibst und nicht dein Unternehmen gründest. Deswegen gibt es ja auch im GmbH-Recht, ich weiß nicht, wie viele tausend Gesetze und wie viele tausend Abmahnanwälte und so weiter. Ja? Da kommen auch Patente und Lizenzen und Markenrecht und der ganze Quatsch dazu. Das heißt also, es ist eine Welt, es ist eigentlich ein Haifischbecken, wenn du es so willst, diese reine Kommerzwelt. Ne? Jeder frisst jeden, groß frisst klein. Jeder schießt gegen den anderen. Aus der Welt kommen wir großteils. Ja? Es ist jetzt wenig Kooperation, geschweige denn, dass man sich mal gegenseitig feiert. Ja? Das ist ja in der Wirtschaft ganz und gar nicht der Fall. Und da wollte ich mal in erster Linie raus. Und ich bin jetzt nicht so, wie man sicherlich schon hört, ich bin jetzt nicht so der größte Systemfreund. Also wenn irgendwann mal diese Matrix in sich einfällt, bin ich nicht böse. Ja? Also das kann von mir aus gerne weg, was da entstanden ist. Ich bin viel, viel mehr jemand, der wieder in Richtung Freiheit, Verbundenheit, Miteinander und neue Welt geht, wo auch der Mensch wieder im Fokus steht und nicht der Profit. Und das ist natürlich im Kommerz, da steht der Profit im Vordergrund. Ja? Also jeder geht auf Profitmaximierung oder Gewinn, also Gewinn und Wachstumsmaximierung. Ja? Jeder will den Markt dominieren. Ich bin der Beste, Schnellste, Größte und mache den meisten Umsatz oder Gewinn. Ja? Das ist eigentlich so, das sind so die KPIs der Unternehmenswelt. Und das ist natürlich nicht im Einklang mit einer bewussten Gemeinschaft, sage ich mal. Deswegen Vereinsrecht, aber nicht deutsch, sondern nach österreichischem Recht. Und das Vereinsrecht hat im Gegensatz zum GmbH-Recht paar 30 Paragraphen oder ja doch Paragraphen. Das heißt also, es gibt super, super wenig im Vergleich zum GmbH-Recht, was man wissen muss, was ja einerseits ein großer Vorteil ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein geschützter Raum, weil es ein autarker eigener Rechtsraum ist. Er hat also mit dem Kommerz nichts zu tun, sondern er läuft parallel. Und das Vereinsrecht ist automatisch auch die älteste aller Unternehmensformen oder wie sagst du, Rechtsformen für Unternehmungen, für Organisationen. Ja? Geht also, ich glaube, zurück ins 17. Jahrhundert. Ich will nicht zu viel Quatsch erzählen, ich bin da kein Experte, ja, aber ich weiß, dass es die älteste ist. Und dass sich zum Beispiel riesige Organisationen nach Vereinsrecht zusammentun, zum Beispiel die Europäische Union, ja. Union ist Englisch für Verein. Oder auch nicht nur die ganzen politischen Vereinigungen, sondern auch die ganzen religiösen Vereinigungen. Ja. Bis hin zum Klerus bedienen sich alle eigentlich diesem Vereinsrecht. Das sind also riesige Konstrukte, die damit möglich sind. Die allermeisten Menschen glauben immer, dass der Verein was für Kaninchenzüchter ist und vielleicht auch für Briefmarkensammler oder hat man mal einen Schrebergarten oder einen Sportverein, sowas, das glauben die und das wird auch in der breiten Masse so gestreut, damit man überhaupt nicht drüber nachdenkt, was man mit einem Verein machen kann. Für mich ist der Verein eigentlich perfekt, weil es der ideale Exit aus der Matrix ist und trotzdem irgendwo, du bist trotzdem irgendwo registriert und da. Ja, also du hast trotzdem eine Registrierung, du hast trotzdem ein Bankkonto, du hast trotzdem eine Daseinsberechtigung im System. Aber du bist dennoch außen vor. Ja, das heißt, du genießt als Verein gewisse eigene Autarkie. Und das ist das Wunderschöne daran. Das ist mal so vom Hintergrund her, ja, dass wir wirklich mit einem Verein ganz anderen Handlungsspielraum haben und gewisse Freiheiten haben. Auf der anderen Seite natürlich auch ist das als Community, der Zugehörigkeitsgedanke ist natürlich in einem Verein, in einer Vereinigung eine ganz andere, als wenn du Kunde einer Firma bist.
Super, danke, Herr Schön. Es war sehr eine interessante Erklärung. Ich habe noch eine Frage dazu. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand in einen Verein eintritt, der aber gleichzeitig noch Teil ist von einer Gesellschaftsform? Sei es jetzt, er ist noch in einem Unternehmen angestellt oder er ist ja auch noch irgendwo gemeldet. Wie kann man das so unter einen Hut bringen? Ja, das ist der Normalfall. Also wir vereinen ja jetzt nicht staatenlos, ja, oder komplette Aussteiger. Das ist das Normalmodell. Also Beispiel der ADAC, ÖAMTC oder ÖAMTC kennt ja jeder. Bei denen ist es so, die Dachgesellschaft ist ein Verein, der ADAC, und jede Niederlassung ist eine GmbH. Und die GmbH ist Mitglied im Verein. Das machen die natürlich nicht ohne Grund, sondern weil sie dadurch annähernd keine Steuern zahlen. Ja. Und da gibt es geschickte Modelle, wie du deine Steuern so weit runterfahren kannst. Und deswegen kann sowohl eine Firma als aber auch eine Privatperson oder ein Mensch im Verein Mitglied werden. Also es ist ein geschickter Weg für jeden, der Interesse hat, in den Verein 5D Movement einzutreten, diesen Weg zu gehen, schon sich gewisse Freiheiten zu ermöglichen. Naja, also bei uns sollte mal die Hauptmotivation nicht das Halleluja sein, so nach dem Motto, jetzt bin ich im anderen Rechtsraum, sondern in erster Linie vereinen wir ja Menschen, die ein hohes Bewusstsein haben, ja, und die sich auch für den Aufbau der neuen Welt interessieren und einsetzen. Dass wir dadurch aber auch einen gewissen Schutz gegenüber diesem behördlichen Wasserkopf genießen, ist ja ein Bonbon. Ja, das ist schön. Beispiel. Wenn wir uns jetzt irgendwo treffen möchten und entscheiden für diese Mitgliederversammlung, gibt es keinen Maskenzwang, dann ist das so. Ja, also dann ist das unser gutes Recht für unsere Mitglieder, das für diesen Moment so zu gestalten. Und dann haben zu dieser Veranstaltung auch nur Mitglieder Zugang und niemand anderes. Also dieses Gelände darf in dem Moment gar nicht von anderen betreten werden. Super, danke. Und wie siehst du denn dieses, du hast jetzt gerade schon teilweise angesprochen, diese Prinzipien, die du auch selber verfolgst, diese Werte. Was macht denn diese 5D-Movement aus? Welche Prinzipien wendest du auch an, um eine gesunde, um eine bewusste ja, Zusammenkunft der Mitglieder und auch der Schöpfer zu gestalten? Ja, wir haben auch, ist ja auf unserer Website auch einsehbar, 5D-Movement.com, unsere Kernwerte, unsere wichtigsten Werte zusammengestellt. Eines davon ist zum Beispiel Gemeinschaft. Also wenn du gerne nur für dich bist und nur für dich denkst und handelst, bist du natürlich in der Gemeinschaft jetzt nicht so hilfreich. Ja, also Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig. Ist auch ein großer Unterschied zur Gesellschaft, weil Gesellschaft ist eine Ansammlung von Firmen. Ne? Unsere Gesellschaft heißt das so schön, jede Person ist eine Firma eigentlich. Und bei uns ist wirklich eine Gemeinschaft von Menschen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist das ganze Thema Ursprünglichkeit. Also wir wollen möglichst wieder zurück zu den Wurzeln vom Menschsein. Das geht los mit Naturverbundenheit. Das geht darum, dass du zu deinem wahren Selbst, dass du das kennst und dass du dazu auch wieder eine Verbindung spürst, dass du weißt, wer du bist und dass du das auch wieder lebst, ja? Und nicht irgendwie die Konditionierung und die Programme lebst, die dir in Schule und Universität und wo auch immer erzählt wurden. So, also Ursprünglichkeit ist ganz, ganz wichtig, weil da die eigentliche Kraft liegt. Das ist das, was uns Menschen ausmacht, wenn wir zurückkommen zu dem, was wir eigentlich rein biologisch sind, dann lässt uns das unser System, unser Körper wissen mit dem Glücksgefühl, ja, mit Lebensfreude. Der nächste Punkt ist das Thema Potenzialentfaltung. Also wir Menschen leben heutzutage so einen geringen Prozentsatz unserer Potenziale, das traue ich mich gar nicht mehr wirklich in Zahlen zu nennen, aber es ist definitiv einstellig. Ja. Das heißt also, was wir könnten im Vergleich zu dem, was wir leben, das ist schon traurig. Also das heißt, die Wiederherstellung dieser Potenziale ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch uns sehr, sehr wichtig. Nächster Punkt ist das ganze Thema Co-Kreation. Du warst ja selbst viele Monate bei uns mit in der Mastermind, also bei uns im inneren Kreis mit.
Und Co-Kreation ergibt sich immer dann, wenn Gleichgesinnte an einem Ziel mitwirken. Das heißt, wenn in gewisser Weise in gewissen Räumen eine Schwarmintelligenz zu spüren ist. Ja? Und das ist durchaus der Fall, wenn sich Gleichgesinnte treffen zu einem bestimmten Zweck. Und dieses Co-Kreieren ist tatsächlich so, dass, also ich zitiere es immer wieder, ich mache es auch hier gerne wieder, ich vergleiche es gerne mit dem Gehirn. Ja, also die eine Gehirnzelle, die kann 0 und 1 funken oder an und aus. Ja, wenn du zwei Gehirnzellen hast, können die auch beide noch an und aus funken. Aber richtige Intelligenz entsteht erst, wenn du viele Millionen, Milliarden Gehirnzellen vernetzt, verschaltest. Und das ist das, was ich mit Schwarmintelligenz meine. Ja, dass da nicht 1 Million Individuen 1 und 0 funken, sondern dass die miteinander, wie auch immer das genau funktioniert, ich bin jetzt kein Netzwerkforscher oder so, ja, aber es funktioniert ja offenbar. Das, warum unsere Gesellschaft eigentlich so krank und kaputt ist, in meinen Augen, ist diese fehlende Schwarmintelligenz. Dass sich die Menschen nicht mehr als Volk verstehen, dass sie die nicht mal die Nachbarn sich kennen oder kollaborieren, sondern dass jeder seinen eigenen Weg geht. Also Individualisten, jeder für sich. Und also null Co-Kreation, ne? Und das ist der Punkt, warum jeder für sich eigentlich rumkrebst und denkt, warum macht das Leben keinen Spaß? Und das ist ganz wichtig, dass es das wieder hergestellt wird. Und dafür setzen wir uns halt auch ein, weil wir kollaborieren untereinander ziemlich stark. Und wenn ich halt merke, dass das uns jemand empfiehlt, dann empfehle ich den natürlich auch, ganz klar. Und das ist dann immer so ein permanentes Geben und Empfangen. Ja, Co-Kreation definitiv ein wichtiges Thema, besonders wenn wir merken, was seit 2 Jahren noch offensichtlich passiert wird mit der Spaltung, die ja schon eigentlich immer stattgefunden hat. Egal, ob es, ich nenne immer das Beispiel Fußball. Es werden zwei Vereine aufeinander aufgehetzt, die eigentlich, für die es gar keinen Grund gibt, sich da irgendwie zu rivalisieren, sondern es heißt halt einfach, Bayern München zum Beispiel und Dortmund, die sind schon immer irgendwie Erzrivalen gewesen und aus welchem Grund auch immer, keiner kann es eigentlich erklären. Aber so wird halt irgendwie, so entsteht diese Spaltung, diese Spannung zwischen den Menschen und das passiert ja eigentlich überall, wie du es gesagt hast, im Alltag, im alltäglichen Leben. Und dafür finde ich es wunderbar, was du da geschaffen hast. Glückwunsch dazu nochmal auf dem Weg. Wenn Danke. du, Es ist noch kurz dazu, es ist halt ja. ein Kontrollmechanismus, ne? Also wir, ich sage jetzt mal, die Deutschen als über 80 Millionen Volk wird regiert von einer Handvoll Menschen. So. Und das funktioniert aber nur mit dem Prinzip Teile und Herrsche. Ja, das hat im alten Rom schon so funktioniert. Bilde zwei oder mehr Lager und hetze die aufeinander, sodass die permanent am Interagieren sind, permanent an sich die Köpfe einhauen und sich bekriegen und du regierst das alles. Du bist dann der Strippenzieher, du lenkst nur noch die Marionetten. Ne? Und das müssen die Menschen einfach verstehen, dass diese Spaltung dazu dient und die Spaltung ist ja vielfältig. Es geht in der Politik los, links und rechts. Ja? Du bist Nazi, du bist, keine Ahnung, Neo. Ja? Dann geht das weiter mit Gesinnungshaltungen. Bist du fürs Impfen oder gegens Impfen? Bist du Corona-Kritiker? Das geht weiter mit Ernährung, militante Veganer gegen Fleischfresser. Das hast du in jedem Lebensbereich. Ne? Und die werden dann schlussendlich schön separiert und aufeinander gehetzt. Und die Menschen verstehen gar nicht, dass sie sich gegenseitig da der Kraft berauben und eigentlich als Volk wirken sollten und könnten. Aber sie werden missbraucht, finde ich halt. Definitiv. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es entsteht ja dadurch auch durch diese Spaltung ein gewisses Chaos und Chaos regiert sich leichter. Und wenn die Menschen zusammenfinden würden und sich mehr ja, Gedanken machen auch und ihrem Herzen folgen, was denn wichtig für sie ist und dass diese Spaltung ja eigentlich komplett unnatürlich ist, unmenschlich ist, da könnte man drauf kommen, wenn man sich da, finde ich, sich damit beschäftigt und nicht, wie du es genannt hast, sich auf bestimmte Themen zu fokussieren, die eigentlich ja, unwesentlich für unser Zusammenleben sind, wie jetzt, was du gesagt hast, was sind meine Essgewohnheiten, gehe ich mit diesem Corona-Thema um und so weiter und so fort. Das ist für mich kein Grund, mich unmenschlich gegenüber jemand anderem oder respektlos zu verhalten. Gehen wir mal wieder zurück auf dein Vereinsdasein. Was ist denn so der Stolz auch
aus unternehmerischer Sicht, weil es eine gewisse Art von Unternehmung, die du da aufgezogen hast, was bist du denn am stolzesten von all den Errungenschaften, die du bisher so erreicht hast in den letzten Monaten, Jahren? Ja, das Thema Stolz ist so ein bisschen ambivalent, sage ich mal. Ich wäre früher sehr stolz gewesen. Ich weiß aber aus heutiger Sicht, dass das Gefühl des Stolzes immer so ein bisschen, ich sag mal, niedrig schwingt. Also im Sinne von, das ist eine sehr, sehr ego-belastete Sache. Also Dann sagen wir, ich was sag macht mal dich so, glücklich? Was macht dich glücklich? ich bin froh und dankbar darüber, dass ich in gewisser Weise eine Führung erhalten habe und das jetzt in die Welt bringen darf. Das ist mal der eine Punkt. Ich habe mir das 5D-Movement nicht ausgedacht, sondern es kam mir wirklich als Eingebung vor 2 Jahren. Kann ich tatsächlich so sagen. Ja, ich habe das jetzt nicht ausgeknobelt und mit Businessplan versehen, sondern die Idee war einfach da, ja. Und die ganze Herangehensweise. Worauf ich, wenn ich jetzt mal das Wort nehme, worauf ich stolz bin oder was mich erfreut, ist, dass wir regelrecht neue Märkte erschaffen. Ja, also ich sag mal so, ein generell Unternehmer zu sein, ist ja schon nicht ganz einfach. Ja? Aber viele entscheiden sich natürlich für irgendeine Sache, wo sie jemanden kopieren können. Ja? Wo es jemand schon vorgemacht hat. Guck dir den Markt an, wie viele gibt es denn davon schon? Aha, ist ein Markt da? Also machst du es auch, okay, verdienst du auch deinen Marktanteil. Ja? Das ist ja so die Standard-Herangehensweise, sich in ein gemachtes Nest zu setzen und einfach mitzumischen, mitzuspielen. Ne? Zu sagen, hier, ich bin jetzt auch, keine Ahnung, Ernährungs- oder Fitnesscoach, was auch immer. Der Markt ist da, ich bin einer von denen. Ja? Unternehmer sein ist schwierig oder es ist eine Herausforderung, es ist eine große Lernaufgabe. Nochmal eine Nummer aufwendiger und herausfordernder ist, wenn es diesen Markt noch gar nicht gibt. Also Beispiel nehmen wir jetzt mal Apple. Wer hätte sich vor 2000, wann kam das iPhone raus? Keine Ahnung, 2008 oder so. Wer hätte sich davor gewünscht, auf dem Handy zu surfen und mit dem Handy zu fotografieren und alles mit dem Handy zu machen? Hat sich niemand so wirklich gewünscht. Und Apple hat diesen Markt erschaffen. Und was bei uns so entsteht, sehe ich halt ähnlich, dass es gibt natürlich den Markt von Social Media, der ist mega riesig, ja. Auch dieses Video wird ja auf irgendeinem sozialen Netzwerk hier erscheinen. Aber ein soziales Netzwerk für eine bewusste Community, die wirklich aktiv die neue Zeit mitgestaltet, gibt es so noch nicht. Und ist auch gar nicht so einfach, weil viele dieser bewussten Menschen sich eigentlich eher aus dem Internet-Dasein zurückziehen. Ja? Wo die sagen, oh, eigentlich ist mir das alles zu viel, was da im Internet läuft. Ich möchte lieber ja, offline wirken, also vor Ort wirken. Und dennoch, ich sehe dennoch diese riesige Stärke des Internets im Sinne der Vernetzung. Das ist nämlich so wichtig. Also fast alle der Menschen, mit denen ich heute eng zusammenarbeite, kenne ich über das Internet. Nicht ausschließlich, ich kenne die auch natürlich leibhaftig, wir kennen uns ja auch, wir haben uns auch schon mal in die Arme geschlossen, ja. Aber wir würden uns nicht kennen, wenn es das Internet nicht gäbe. Und das Internet bringt also dieses Riesenpotenzial mit, dass sich die Menschen finden, vernetzen, befreunden, sogar Partnerschaften eingehen. Um dann aber offline zu wirken. Ja? Und das ist auch das, wie wir halt aufgestellt sind. Wir haben mit dem 5D-Movement ein eigenes soziales Netzwerk aufgestellt. Haben wir noch gar nicht gesagt. Ja? Ich habe wie so eine Art 5D-Facebook, ja? Wo wir also auch Profile anlegen können, Gruppen haben und so weiter. Also mit einer eigenen App, die man aus dem Store laden kann. Also wir sind online, sind wir fit und sind wir präsent, aber halt für ein ganz bestimmtes Zielpublikum. Und dann aber auch nicht nur, das ist auch noch ein Unterschied, die meisten Communities, die sind immer so top-down organisiert. Es gibt also einen Focal Point oder wie sagst du, einen zentralen Punkt und alle interagieren mit diesem zentralen Punkt, ja. Also er weiß vielleicht, er ist Teil einer Community, aber schlussendlich konsumiert er nur passiv irgendwelche Kurse oder empfängt E-Mails von dieser zentralen Stelle oder interagiert mit der zentralen Stelle. Was bei uns aber entsteht, ist ein dezentrales Netzwerk. Also sprich, dass die Menschen untereinander verknüpft sind und ins Wirken kommen. Ja? Und dann sich auch Cluster bilden. Das heißt also, dass wir regionale Gruppen haben, wo immer so, wie so, ich sehe es wie so eine Art Inkubator.
Jetzt haben wir einen Inkubator in München und einen in Zürich und in Regionen, wo sich dann Menschen zusammenfinden und wo da wie so ein kleines 5D-Baby entsteht, weißt du? Und ja, das finde ich schon sehr attraktiv und macht mir Spaß. Und da kann ich auch sagen, da bin ich recht stolz, dass es momentan sich so darstellt. Ja, ist eine klasse Sache. Ich habe es auch mitverfolgen dürfen, was sich so da, was da entsteht, was sich entwickelt, und ich sehe da das unglaubliche Potenzial auch. Und immer, und der mit der größere, der große Zulauf auch, ja, über die Monate jetzt entstanden, das ist ja auch enorm. Also das ist schon, ja, unglaublich, was da noch im Entstehen ist. Beziehungsweise, du weißt es ja schon, als Visionär ist dir das ja schon bewusst, was da noch auf dich zukommt. Insofern, Die Menschen, ja. die suchen einander, die Menschen. Also insbesondere auch, ich bezeichne mich auch als verrückt, ja. Also im Sinne von nicht normal. Also nicht, ich bin nicht der graue Durchschnitt, sondern ich bin schon ein bisschen exzentrisch. Und gerade die Menschen, die halt nicht mit dem Mainstream gehen und nicht alles nachplappern, was der Fernseher ihnen vorquasselt, die fühlen sich sehr, sehr oft alleine in der heutigen sogenannten Gesellschaft. Und die denken oft, sie sind echt komplett auf dem falschen Planeten. Ne? Sie sind hier irgendwie falsch abgebogen, sie sind hier falsch gelandet und wissen aber gar nicht, dass es sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die genauso sind wie sie. Und diese Menschen, oft haben sie ein hohes Bewusstsein und hinterfragen das System und sagen, ey, möchten wir wirklich so leben? Ist das wirklich Sinn und Zweck des Daseins, dass wir hier diese Geschichte da im Außen haben. Und viele igeln sich ein, ziehen sich zurück und sagen, oh, irgendwie möchte ich nicht mehr. Aber wenn die dann die Gleichgesinnten finden und wissen, da gibt es super viele Weggefährten, die das Gleiche wollen wie sie und die auch sagen, hey, lass uns doch mal eine neue Gemeinschaft aufbauen. Unabhängig von dem, was gerade ist, lass die mal machen. Ja? Lass sie mal ihren Konkurrenzkampf da auskämpfen. Machen wir es mal anders. Und dann blühen die auf. Also ein Beispiel jetzt, wir hatten jetzt vor 2 Wochen ein 5D-Camp am Bodensee. Das war uns für 5 Tage mit über 20 Leuten getroffen. Und es war so eine super hohe Energie. Und zwei davon, nee, drei sogar, haben gesagt, sie sind überhaupt kein Community-Typ. Sie meiden eigentlich Gemeinschaften. Die eine hatte sich sogar für 2 Jahre regelrecht zurückgezogen. Die wollte eigentlich kaum noch mit Menschen reden. Und die sind dort aufgeblüht und auf einmal waren sie da und meinten, ey, sowas habe ich noch nie erlebt. So ein herzliches Miteinander. Ich durfte so sein, wie ich bin. Ich musste mich nicht verstellen. Ich musste nicht permanent aufpassen, was ich sage. Und auf einmal, die zwei davon haben mir gesagt, du, ich glaube, ich weiß jetzt, was meine Stärke ist. Und ich so, wow, nett. War gar nicht meine Absicht, aber wenn das so passiert, umso schöner. Ja? Also nochmal, wenn du die Menschen zurückbringst in ihr natürliches Umfeld, also wo sie wirklich nicht permanent kritisiert, bekämpft oder sonst wie runtergedrückt werden, dann pum, dann platzen die auf wie so eine Blüte und gehen voll in ihre Kraft. Das ist echt schön zu sehen. Das ist ja eindrucksvoll. Du hast es ja schon so schön beschrieben mit dem Igel, mit dem Einigeln. Und aus diesem Einigel, aus dieser Position rauszukommen, bedarf ja auch eine gewisse Art von gewissen Mut, gewisse Kraft, weil die meisten sich damit abgefunden haben. So ging es mir auch lange, dass ich in dieser Komfortzone war. Ja, irgendwie geht schon. Und ich habe mich auch nicht getraut, mich zu zeigen, nicht zu zeigen jetzt nicht aus unternehmerischer Sicht, sondern auch aus persönlicher Sicht, was denn in mir steckt, was ich für ein Mensch bin, was ich für Gedanken, für Ideen habe. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn, sobald man mal diese Entscheidung getroffen hat, aus sich rauszugehen und sich auf sowas einzulassen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses Zusammenfinden innerhalb von einem Camp oder auch nur von einem Meeting, das ihr online über Zoom auch anbietet, dass man da sich mal zeigt und einfach nur aus dem Herzen spricht, das macht schon sehr viel aus. Was ist denn für dich so, weil ich gerade über das Thema Komfortzone, Mut gesprochen habe, was Ängste, was war für dich mal der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, da habe ich vor dem nächsten Schritt habe ich wirklich Angst? Und wenn ja, wenn du dieses Erlebnis hattest, wie bist du damit umgegangen?
Ja gut, ich meine, ich hab jetzt mal so die Standardängste, die auch jeder irgendwann mal durch hat, habe ich auch durchgehabt. Sprich, wie denken die anderen über mich? Darf ich mich so zeigen, wie ich bin, oder werde ich abgelehnt? Also diese ganzen Ablehnungsängste hatte ich auch. Die haben sich ziemlich gelegt. Ja. Da muss man wirklich dranbleiben und wirklich immer wieder diesen Widerstand durchbrennen. Ja. Umso länger man sich in dieser Angst befindet, umso schwerer wird es dann, da auszubrechen. Ja. Also das ist ganz normal, weil wir halt aus einer Gesellschaft kommen, wo du permanent runtergedrückt wirst und nicht hochgezogen wirst. Ja. Du wirst immer klein gehalten. Und deswegen verlieren viele Menschen komplett den Glauben an sich und sind dann irgendwann gebrochen und funktionieren nur noch und machen dann den Quatsch, der ihnen erzählt wird. Ne? Und diese Ängste kenne ich auch und habe ich auch, würde ich mal sagen, einigermaßen transformiert und abgelegt. Aber um ehrlich zu sein, meine größte Angst ist, irgendwann mal auf dem Sterbebett zu liegen und es bitterlich zu bereuen, dass ich dieses und jenes nicht gemacht habe. Also die Angst vor dem nicht entfalteten Potenzial, das ist meine größte Angst. Das würde mich komplett lähmen und komplett traurig machen und sagen, Alter, warum warst du jetzt hier ich werde ja weit über 100, ja, warum warst du jetzt diese 160 Jahre auf diesem Planeten und hast es nicht geschafft, dieses Ding umzusetzen? Warum? Das würde mich richtig, richtig anpissen. Also da habe ich echt Schiss davor. Das ist genial, dass du sagst, weil für mich war das wirklich der, wie soll ich sagen, dieses Licht, dieser Gedankenblitz, der dann dadurch entstanden ist, mir zu sagen, ich muss was in meinem Leben ändern, weil ich konnte, ich habe, wenn ich habe mich in diese Situation versetzt, was passiert, wenn ich jetzt sterbe, wie blicke ich da auf mein Leben zurück, oder beziehungsweise auch wenn ich noch 50 Jahre weiter so lebe, wie ich jetzt lebe, habe ich dann das erfüllt, was ich eigentlich machen wollte, oder bin ich dann erfüllt und bin glücklich und blicke zurück, ohne irgendwas zu bedauern. Und die Antwort war ein klares Nein, beziehungsweise hatte ich überhaupt keine Ahnung, für was ich überhaupt lebe. Und wenn man so weit mal ist und sagt, nee, so geht's nicht weiter, dann glaube ich, dann ist ein guter Zeitpunkt gekommen, irgendwas zu ändern. Und Ja, dafür stimmt. bist du ja da, dafür bin ich da, dafür sind viele andere da. Schmerz ist einer der größten, oder Leid oder Schmerz ist einer der größten Transformatoren, die wir haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also viele versuchen immer, Schmerzen zu vermeiden, aber befinden sich da irgendwo in so einer Grauzone. Also nicht weder Schmerz noch Freude. Ja? Irgendwo dazwischen. Das ist ja das Kollektiv. Das ist irgendwo dazwischen. Es schmerzt noch nicht zu sehr, dass ich mich verändern müsste. Ich habe noch mein Einkommen, ich habe noch den Partner, ich habe noch das Dach, ich habe noch was zum Anziehen, ich habe noch was zu essen. Fühle mich zwar nicht besonders freudig, aber es tut nicht weh. Wenn du dich in dem Bereich befindest, wirst du womöglich keine Änderung anstreben. Aber wenn es richtig weh tut, wenn du zum Beispiel jetzt insolvent gehst oder die Partnerschaft geht in die Brüche oder das Kind stirbt oder irgendwelche tragischen Sachen, ja. Dann passieren meistens die größten Sachen oder Krankheit, Unfall, ja, die ganzen Geschichten. Dann passiert es meistens, dass du dich komplett neu erfindest. Ja, du hast es schön gesagt, du hast deine Ängste überwinden, du bist, weil du auch von deiner Vision so überzeugt warst und das mit dem Herzen auch lebst. Für mich ist das auch der Grund, warum es leichter fällt, manche Ängste anzugreifen, manche Ängste zu überwinden und dann auch diese Schmerzen zu akzeptieren, die manchmal vorkommen, aber trotzdem weiter am Ball zu bleiben und seinen Weg zu gehen. Basierend darauf, wenn du dir anschaust, nochmal, was so in deiner Entwicklung passiert ist, in deiner unternehmerischen Tätigkeit, auch als jetzt mit dieser Vereinsschaffung, was hat dich denn als Mensch besser gemacht in dieser Entwicklungsphase? Oder in dem Prozess, nenn ich mal, Prozess. Besser ist halt auch mal so eine Sache. Ne? Also schlussendlich bist du ja in jedem Moment bist du gut so, wie du bist. Ne? Also du kannst immer nur gucken, also dein Körper ist ja eh das perfekte Cockpit. Ne? Da kannst du immer nur deinen Körper fragen, wie geht es mir gerade? Und wenn der rückmeldet, mir geht's super, dann machst du was richtig. Wenn du Lebensfreude hast. Ne? Wenn da noch viel Luft nach oben spürst, dann musst du halt nachjustieren. Und so ist es halt der Punkt, dass natürlich kann man sich verbessern, aber es ist immer die Frage, aus welcher Motivation verbesserst du dich? Ja, weil vielleicht dein Nachbar ein dickeres Auto fährt
Oder weil dein Papa von dir erwartet, dass du noch die Promotion machst. Oder weil du unbedingt zum Millionärsclub dazugehören willst. Was ist es denn? Ja, warum willst du dich verbessern? Und also was mit mir passiert ist, ich bin seit 2, 3 Jahren viel mehr bei mir. Und das hat in erster Linie mal mehr mit Loslassen als mit neu hinzufügen zu tun. Ja? Also wir sind eigentlich alle ziemlich genial, wie wir sind. Aber im gleichen Zuge sind wir auch genial verbogen. Ja? Also wir wurden durch Schule und alles, was da noch drum ist, Schule, Medien, Gesellschaft, werden wir auf ein Gleis geschickt, was wir nicht sind, was weder mit unserer Natur was zu tun hat, noch mit unserer individuellen Entfaltung. Und deswegen finden sich die allermeisten Menschen irgendwann mal im Leben an einem Punkt wieder, wo sie sagen, irgendwie, nee, irgendwie lebe ich hier eine Rolle, eine sogenannte Person, was ja Rolle heißt, ne? Das bin ich nicht. Wer oder was ist das hier? Ja, und die wichtigste Frage hierbei ist, wer oder was bist du, wenn man dir alles nimmt? Ja, jetzt nehme ich dir alles. Du bist nackig im Wald. Wer bist denn du noch? So, und das, wenn du da eine Antwort findest und dich nicht darüber definierst, ich habe hier den Gucci-Anzug und guck mal mein Auto vor der Tür und ein schönes Haus habe ich und guck mal meinen Job, ich bin promoviert und ja, wenn das mal alles weglässt, dann wird es spannend. Dann wird es wirklich spannend. Weil dann musst du dich wirklich gut kennen und dann, das ist eigentlich das größte Geschenk, sich zu kennen und das, wer du bist, auch zu leben, finde ich. Ja, super Antwort. Ich denke, darauf kommt's auch an, dass man sich selber entdeckt. Und dieser Prozess, diese Reise geht ja immer weiter. Und darauf darf man sich einlassen und das Ganze auch nicht als Abschluss. Ich habe das auch immer als abschließende, ja, als abschließende Mission irgendwie für mich definiert. Und davon wegzukommen, zu sagen, so alles entwickelt sich, man entwickelt sich weiter, man entdeckt neue Seiten von sich. Dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß und nimmt den Druck auch weg. Weil alles kommt zu seiner Zeit. Was das Thema Zeit angeht, wir kommen langsam ans Ende. Wenn wir noch kurz ein bisschen in die Zukunft denken, wie siehst du das 5D-Movement? Welche Projekte hast du noch vor? Und in einer idealen Welt, wie trägt das 5D-Movement auch dazu bei, dass die Menschen mehr zu sich kommen und auch mehr in diese Co-Kreativität, in diesen Zusammenhalt wiederfinden? Ich Waren bin mal viele über den Fragen. Spruch. Ich bin mal über den Spruch gestoßen, willst du Gott zum Lächeln bringen, dann mache einen Plan. Also, ich habe früher ganz viel geplant und tue es auch hin und wieder mal, aber schlussendlich, mal ganz kurz, wie heißt das andere Sprichwort? Leben ist das, was dazwischen kommt, während man Pläne macht oder so ähnlich. Gibt es ja noch einen anderen Ja, Spruch, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, also. der Punkt ist der. Also, ich bin fest davon überzeugt, zu 100%, dass im Jahre 2030, also so circa 8 Jahre von jetzt, wir uns in einem Leben und einer Welt wiederfinden, wo wir zurückblicken und darüber uns lächelnd austauschen, wie wir im Jahre 2020 oder 2022 gelebt haben. Also ich glaube, dass das nächste Jahrzehnt eine derart radikale, grundlegende Transformation mit sich bringt, dass wir uns selbst nicht wiedererkennen werden, rückblickend gesehen. Ja. Ich glaube, wir werden uns echt an den Kopf fassen und sagen, wie haben wir das damals echt, wie haben wir gelebt? Glaube ich Was wirklich. denkst du da gerade? Oder kannst du ein Beispiel Also nennen? ich gehe jetzt mal nur von meinen Kreisen aus. Es gibt ja unterschiedliche Realitäten und es gibt auch unterschiedliche Lebensentwürfe. Ja? Also es gibt vielleicht dazu kurz, es gibt Menschen, die tauchen momentan richtig tief in die Matrix ein und lassen sich noch mehr Rechte und Freiheiten nehmen und sagen, ja bitte lieber Papa Staat, bitte denke für mich und lebe für mich. Ja? Sag mal, was ich zu tun habe. Den Pfad meine ich nicht. Das kann ich auch gar nicht überblicken, was mit den Leuten passiert. Ich weiß nur, dass sie in die komplette Unsouveränität reinrutschen. Ich wähle den anderen Weg. Ich möchte so souverän werden wie möglich. Ich brauche auch den Staat nicht und ich brauche auch niemanden, der mir vorschreibt, wie ich zu leben habe.
diese Menschen, die in diese Richtung gehen, die also in die Souveränitätsrichtung gehen, glaube ich, werden in 8 bis 10 Jahren völlig anders leben, im Sinne von auf gar keinen Fall mehr in Einfamilienhäuser mit Mutter-Vater-Kind-Verhältnis und Job. Auf gar keinen Fall. Die werden nicht mehr im Supermarkt einkaufen gehen. Die werden auf gar keinen Fall Pauschalurlaube buchen. Die werden kein Verbrennungsauto mehr fahren. Ich glaube, das ist alles vorbei. Ich glaube, dass wir zu ganz neuen Formen des Zusammenlebens kommen. Also eher wieder mehr in der Gemeinschaft, aber da, wo es sich richtig anfühlt, wo du sagst, ich möchte diese Menschen um mich herum haben, weil es einfach großartig ist. Wir werden wieder viel mehr mit der Natur und mit den Tieren zusammenleben, woher wir auch kommen. Also wir werden Tiere nicht mehr so in Ställe einsperren und aufessen, sondern wir werden irgendwie mit denen zusammenarbeiten, also leben, sage ich mal. Was nicht heißt, dass wir Veganer sind. Tiere können ja auch gegessen werden, aber sie werden nicht prädestiniert dafür gezüchtet, sage ich mal. Wir werden ein ganz anderes kosmisches Verständnis haben. Wir werden den Planeten anders verstehen. Wir werden die ganze Schöpfung anders verstehen. Wir werden uns besser verstehen. Wir werden selber über Fähigkeiten verfügen, von denen wir uns heute noch kein Bild machen. Also Stichwort Telepathie. Wir werden vielleicht viel weniger reden, weil wir eh wissen, was der andere denkt. Genau. Wir werden, das Wort Arbeit wird abgeschafft werden. Es wird keine Arbeit mehr geben, sondern es wird nur noch dein Wirken, deine Berufung geben. Ja, also die Menschen in der Zukunft, in meiner Welt, ja, nicht die Matrix-Bewohner, sondern in meiner Welt, die werden das leben und tun, was sie am besten können. Und werden hervorragend davon leben können. Sie werden, ob es Geld gibt, weiß ich nicht, vielleicht gibt es noch Geld. Braucht man eigentlich ab einem gewissen Bewusstseinslevel nicht mehr. Aber vielleicht gibt es noch ein universelles Tauschmittel, mag sein. Aber jedenfalls können sie von dem, was sie liebend gerne tun, können sie sehr, sehr gut leben. Weil das, ich meine, warum sollte man nicht das, was man am liebsten macht und wo man am besten ist, warum sollte man davon nicht leben können? Das ist ja eigentlich genau deine zugestimmte Rolle, ja. Wenn du die Rolle ausübst, die die Schöpfung für dich vorgesehen hat, wieso sollst du da nicht dafür belohnt werden? Eigentlich müsstest du abgestraft werden, wenn du diese Rolle nicht lebst. Ja, so müsste es eigentlich sein. Heute wirst du auch abgestraft, du wirst mit Geld belohnt, aber wirst abgestraft mit dem kompletten unfreien, unsouveränen Leben. Ja? In einer Box, im Hamsterrad. Eigentlich wirst du abgestraft, wenn wir ehrlich sind. Es wird keine Politiker mehr geben. Es wird in meiner Welt auch sowas wie Polizei ist nicht mehr nötig, weil sich die Menschen nicht mehr gegenseitig bekriegen oder was wegnehmen oder so. Das hat sie auch erledigt. Ärzte wird es erledigen. Es wird in diesem Sinne auch keine Krankheiten mehr geben, weil Krankheiten nur noch eigentlich die äußere Manifestation von einer inneren Krankheit sind. Aber wenn die Menschen innerlich nicht mehr krank sind, dann werden sie auch äußerlich im Physischen nicht mehr krank. Und wenn sie Hilfe brauchen, dann hat die Natur eh alles, was sie brauchen. Es wird also wieder wie früher Medizinmänner und so weiter geben. Ja, das ist schon eine radikale Änderung. Was noch alles, ich kann das selber noch nicht überblicken, aber ich weiß 100%, dass wir in einer ganz anderen Welt leben. Viel verbundener, viel herzlicher. Und ja, es einfach nicht mehr verstehen können, wie wir mal anders leben konnten. Und wir werden, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wir werden wieder Rückverbindung zu unseren Wurzeln finden, also sprich zu unseren Ahnen. Wir werden wissen, dass uns in unserer Schule eine Geschichte erzählt wurde, aber auf gar keinen Fall die Wahrheit über die Vergangenheit. Dass hier also auf diesem Planeten Zivilisationen, auch hier in unseren Breiten, also nicht nur irgendwie in Mittelamerika, sondern auch in unseren Breiten Zivilisationen gelebt haben, die vom Entwicklungsstand, Bewusstseinsstand uns Lichtjahre voraus waren. Und zu denen werden wir wieder anknüpfen. Und zu denen werden wir uns auch wieder hinentwickeln. Und wir werden wieder, ja, in Richtung Supermensch uns entwickeln, aus heutiger Sicht. Super. Vielen Dank für diese optimistische, malerische Darstellung unserer Zukunft, die uns, ja, die uns alle erwartet, wenn wir sie wirklich auch, ja, wollen, wenn wir bereit dafür sind. Dann können wir sie alle, ja, erreichen. Und
Ja, in dem Sinne, das glaube ich, war's. Außer du hast noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen, außer natürlich, wie die Leute dich erreichen können, wie die Leute mit dem 5D-Movement in Kontakt treten können. Das Wort zum Schluss gebührt dir, lieber Martin. Ich sag mal so, ich könnte mich mit dir noch lange unterhalten, aber Gibt's auch einen Teil 2? ich hab nachher noch einen Termin, weil ich noch wegen einem Vereinsgelände hier mit jemandem was anschauen möchte, weil wir ja auch irgendwie, wir suchen jetzt schon quasi eine Location, wo wir uns immer mal wieder treffen können. Und von daher danke ich dir einfach mal für die Einladung. Es war ein sehr nettes Gespräch und auch, würde ich mal sagen, für die Menschen, die damit im Einklang sind, paar wichtige Informationen dabei. Und einfach meine Schlussbotschaft ist einfach, hab Vertrauen, ja? Also ich sage echt, die Schöpfung, die würfelt nicht. Es ist alles gut, so wie es momentan ist. Es ist alles perfekt, auch wenn es sich auf menschlicher Ebene überhaupt nicht perfekt anfühlt. Aber das ist gerade ein Geburtsprozess. Wir sind gerade im Geburtskanal hin zu einer neuen Menschheit und die Geburt fühlt sich meistens nicht so richtig muckelig an. Und daher halte durch im Sinne von hab Vertrauen und triff für dich die richtigen Entscheidungen. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für dieses sehr ermutigende Schlusswort. Von meiner Seite auch nochmal danke fürs Zuschauen. Danke, Martin, dir natürlich für deine Zeit, für deinen Einblick, für die super Infos, die du mitgegeben hast. Und ja, und auch den Menschen Zuversicht gibst mit dem, was sich noch da draußen tut, was sich noch ergeben wird. Es ist auch ganz wichtig, dass wir da nicht verzweifeln dran, sondern, wie du schon gesagt hast, im Vertrauen bleiben. Und dass jeder seinen positiven Beitrag dazu geben kann, der will, der sich dafür ja, verantwortlich fühlt. Und das finde ich großartig, was du machst. Ja, Dankeschön für deinen Beitrag. Danke für dein Wirken. Folgt gerne dem 5D-Movement-Kanal. Alle Links, alle notwendigen sind in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne liken, kommentieren, wenn ihr Fragen habt an Martin, Anmerkungen. Und ich danke nochmal fürs Zuschauen, danke nochmal für deine Zeit, für deine Energie und bis zum Danke nächsten dir. Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.